So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together. Heute bin ich nicht allein, mal wieder nicht. Ja, wir sind jetzt in der Top 4 und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen ab hier wieder zusammen auf. Der Koto ist im Hintergrund dabei. Sag mal hallo. Guten Tag, hallo. Ja, der Koto und ich haben in der Offscreen noch ein bisschen weiter trainiert. Ich habe jetzt seinen letzten Part noch nicht gesehen. Aber wir haben das ganze Team auf 45 gebracht, mit ein paar Ausnahmen. Petri ist auf 46 gekommen, weil ich in der Siegerstraße noch ein paar Trainer gefunden habe, über die ich gestolpert bin. Eistüte und Timon habe ich mit Absicht so hoch trainiert, weil die kriegen jetzt noch was. Wer sich die Level angesehen hat, wird sich wahrscheinlich schon fast denken können. Und weil wir noch genau zwei Sonderbonbons haben, mich wundert es eh, dass es nicht mehr sind. Ich glaube, ich habe Ender schon Ammo verbraucht gehabt. Ja. Spiegelcape brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ist zwar eine nette Attacke, aber das Viech ist eigentlich ein bisschen offensiver als defensiv. So, hat sich schon mal der Preis von dem Eis verdoppelt. So, die Eistüte hat sich entwickelt und jetzt ist der noch dran. Fällt mir gerade so auf, ist das eigentlich die erste Edition, wo man immer komplett die Entwicklung von den Pokémon sieht, ohne in dem Bild. Normal war da immer so ein Beispielbild quasi nur von Typ von Pokémon. Wie meinst du jetzt das genau? In Silber war zum Beispiel war immer so nur so Tauburga abgebildet bei jedem Flug-Pokémon. Also, nee, und bei denen ist jetzt komplett das. Das war seit der dritten Generation eigentlich, also seit Rubin und Saphir. Ich habe das gerade jetzt nur bemerkt. So. Wir haben keine Sonderbonbons mehr. Die beiden sind jetzt entwickelt und unsere stärksten Pokémon. Und ich möchte hier nochmal kurz was zeigen. Einfach weil es so übelst brutal ist, dieser wahnsinnige Angriffswert von Maxax. Ja, 154. Ist auch nur minimal übertrieben. Vorher war er irgendwas mit 120 rum. Ist einiges noch. So, mit der Krankheit jetzt. Ach, die. Ist jetzt eigentlich ganz gut geworden. Hast du erst einmal die Stufen erklommen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Kämpfe gewinnen oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du dein Glück versuchen? Yep. Eingekauft haben wir ja beide nochmal, habe ich gesehen. Ja. Du hast nochmal eingekauft und ich habe hinterher auch noch ein bisschen was eingekauft. Und wir hatten ja vorher schon noch einiges. So, den haben wir denn eigentlich vorne? Edelspin ist vorne. Das bedeutet, ich würde entweder mit Unlicht oder mit Psycho anfangen. Was würdest denn du meinen? Unlicht. Okay, dann macht man Astor zuerst. Es ist ja auch erst seit der 5. Gen so, dass man sich aussuchen kann, mit welchem der Top 4 man anfangen will. Ja, das hat mich ziemlich verwundert, als ich das erste Mal gesehen hat. Aber es ist eigentlich ganz cool. Sonst hat man eine feste Reihenfolge. Hier kann man sich's einfach mal aussuchen. So. Ach du grüne Neune, habe ich etwa einen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist ja auch wurscht. Ich bin jedenfalls erster von den Top 4 und somit dein Gegner im nächsten Kampf. Mit einem richtig, richtig coolen Top 4-Theme. Das du jetzt leider nicht hören kannst, weil Skype die. Nee, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich weiß ja nicht. Aber muss sagen, das ist ja ziemlich praktisch, falls man irgend so ein Pokémon-Team hat, dass der bestimmte Typ relativ schwach ist, dass man den dann als erstes machen kann. Nicht, dass man die andere drei besiegt hat und dann gegen den scheitert. Okay, und der kommt mir jetzt auch gleich mal mit einem Pokémon an, das keine Käferschwäche hat. Gut. Hau mal einen Donner rein. Wird er eh überleben. Und er cheatet. Sehr schön. So. Ich mache jetzt mal einen Ladestrahl, weil der etwas genauer trifft. Und deswegen vor allem.
irgendeinem Facettenauge kann man ja noch immer relativ genau treffen. Ja. Das ist ja gerade das Schöne. Ein Radigator, da lassen wir ihn doch drin. Das senkt uns einen Angriff. Das soll mir jetzt aber egal sein. Das reicht jetzt mit einem Boost. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mit einem Schlag. Ja, ich habe ja mit dem Ladestrahl einmal den Spezialangriff geboostet. Gut, versucht der Tiefschlag zu lernen. Okay, ich glaube, wir können die Kreuzschere mal wegmachen. Tiefschlag ist nämlich eine ziemlich nette Attacke eigentlich. Ja, also haben wir ja schon die Ampelleuchte. Brauchen wir jetzt unbedingt. Genau, Cesurio. Das ist jetzt die Frage. Haben wir irgendwas, was Kampfattacken kann? Nicht, oder? Wir hatten nur zwei Bodenattacken und, eigentlich nicht. Dann nehmen wir den Kollegen hier. Gute Renny hat doch da was dagegen. Ich habe ihm übrigens Stärke beigebracht, weil ich noch an ein paar Orte hin wollte. Ja. Gut, ich habe mir auch schon überlegt, aber irgendwie. Der kann Kreuzschere. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gewusst, dass der das kann. Aber gut, er überlebt ja. Hat so. Zum Glück ist er mal schneller. Ja. So, und sein letztes Pokémon ist ein Kleopatra. Das sollte auch kein großes Problem sein. Wen benutzen wir da jetzt? Ich nehme mal einen Petri her. Das sollte mit der Akrobatik auch relativ leichtes Spiel haben. Oder wobei. Könnt ihr mir natürlich auch eine Kehrtwende reinschmeißen. Na, natürlich, den habe ich auch erwartet. Gut, dass der nicht effektiv ist. So, hat sogar fast für den One-Hit gereicht. So, was kann eine Unlichtattacke gut wegstecken? Ach, immer Nick. Der kann alles gut wegstecken. Den habe ich, glaube ich, bisher immer benutzt, wenn der Kleopatra als Gegner war. So, jetzt die Frage, hat der Heil-Items? Ja, hat er. Okay. Hätte ich doch mit der Kaltklinge draufhauen sollen oder mit dem Vielender besser. Wird bestimmt gut damage machen trotzdem. Ach, eine Anziehung. Jetzt ist eine 50-50 Chance. Wenn ich durchkomme und treffe, dann überlebe. Dann hab ich gewonnen. Und natürlich Starverliebe. Komm schon, Nick. Lass dich von so einem kleinen Tütchen nicht unterkriegen. Genau. Na gut, der war relativ einfach. Bei so viel Käferattacken im Team ist dir wirklich einfach. Ob man nun sein Bestes gegeben hat oder ob das Schicksal es mit einem gut oder doch eher schlecht gemeint hat, eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lorbeeren des Siegerkranzes ihre erhabene Pracht. Und von einem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. So. Wir haben ja genug Hypertränke. Ja, Renekton haben wir auch noch. Renekton braucht einen und ich habe auch Kumu-Milch nachgekauft. Na gut, weiß ich nicht, wo die Maria City ist. In dem Marktdingens drin. Ja. Genau, ich weiß wo. So, wen machen wir denn als nächstes? Theoretisch müsste ich jetzt Nick nach vorne setzen.
Er ist nämlich gerade unser Lowster vom Level, aber gut, wir können auch drauf... Ja, wir könnten jetzt einfach auch Renekton nach vorne nehmen und Psycho oder Geist machen. Davon wäre mir Psycho erstmal lieber, weil Geist ist mir an mancher Stelle, ich sag da nur Echnatol, ein bisschen zu bulky. Ich bin, Geist ist glaube ich eh... Und also wie ich es in Erinnerung hatte, stärkste von denen vier, als ich gezockt hat. Ich finde, Anissa und Eugen sind beide gleich stark. Die Esther und, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Katlea müsste sie heißen. Die sind auf jeden Fall mit die Schwächsten. Kommt natürlich auch immer drauf an, was hier Pokémon hat. Ja. Was zum Kuckuck? Wer besitzt die Dreistigkeit, mich bei meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören? Du scheinst mir ein starker Trainer zu sein, der es versteht, Stärke und Sanftmut zu vereinen. Aber erspar mir bitte, bitte, bitte ein langweiliges Duell. Ich kann ihn gern jetzt schon kaum noch unterdrücken. Naja, der alte Katlea. Ehemalige Kampfkoryphäe aus Sinnoh. Ah. Ja. Da kommt na gut, mit den Dingern nicht nie auseinandergesetzt. Ja, in Johto ist sie dann auch nochmal aufgekauft, weil in Johto eine Kopie von der Kampfzone in Sinnoh stand. Da haben wir schon wieder einen schönen Fokus-Miss gehabt vom Gegner. Eine Top-Genesung. Die hilft ihm jetzt aber nicht wirklich viel. Sobald Renekton einmal einen Angriffsboost hat, sollte er sich da durchschnetzeln. Den kriegt er nämlich jetzt schön. Zytomega ist eh ein ziemlich bulkiges Pokémon. Und die Erfahrung, die ist viel. Ja. Das ist richtig viel Erfahrung. Ja, die sind ja auch alle ausnahmsweise mal über uns. Naja, stimmt. Lumbalara ist noch ein bisschen schneller. Sollte ihn aber jetzt nicht killen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass jetzt nichts Schnelleres mehr kommt. Ja, der hat aber auch schon ganz gute Angriffswerte mit 150. Der haut auch ordentlich rein, vor allem weil der jetzt eigentlich schon verdoppelt ist. Der hat jetzt, wenn man es genau nimmt, 300 Angriff. Okay. Und jetzt kriegt er noch mehr. Jetzt kommt er auf 375. Ah, okay, dann ist er jetzt unaufhaltbar. Morbitess ist auch relativ langsam, wenn ich es in Erinnerung habe. Ist langsam genug, als dass Renekton das einfach mit dem Knirscher jetzt umhauen kann. Ich würde jetzt dasselbe mit Anissa machen, allerdings fängt sie mit dem Echnatol an und das ist gleich ihr bulkigstes Pokémon. So, verpasst das schon mal von Level auf jeden Fall. Wieder lernen. Nee, lass mal. Deine Teamkollegen ein bisschen was gegen. 6000 Pokédollar wieder gewonnen. Gibt es nicht noch andere Mitglieder der Top 4, denen du den Tag verderben kannst? Nun sei schon so gut und lass mich wieder in die Federn kriechen. So. Richtig viel zum Heilen braucht man hier jetzt nicht. Da reicht eine Kumo-Milch eigentlich aus. So, wen benutzen wir jetzt gegen Anissa, weil die möchte ich eigentlich als nächstes machen. Da wäre Renekton eigentlich auch wieder die beste Wahl, wenn ich so ehrlich bin. Auch wenn ich am Anfang an ihrem blöden Echnatol vorbei muss. Das ist ein... Kann man halt nichts dran ändern. Ja, dieses Echnatol. Weil Echnatol einfach so ein physischer Wandschrank ist. Der hält aus und der kann einstecken, das ist nicht mehr schön. Abnormal hohen Verteidigungswerten. Okay. Aber Renekton ist da schon die beste Wahl. Die feurig lodernden Augen des Mannes stachen aus seinem finsteren, hageren Gesicht hervor wie eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles um der Gerechtigkeit willen zu opfern.
Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Anregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls ein Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst, denn ich bin Anissa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Da kommt das Pokémon, das ich von ihr am wenigsten mag. Ah. Okay, das Ding. Jetzt bin ich. Ich mag's nicht, weil das Biest. Das Biest hält einfach viel zu viel aus. Oh, aber. Ah, obwohl es geht. Ne? Und das ist das nächste Problem. Der nimmt mir meine Hochmut weg. Das ist echt scheiße. Aber jetzt der nächste Knirscher killt ihn. Dann ist das Schlimmste schon mal weg. Ich kann ja zwischendurch auch mal auswechseln, wenn es sein muss. Der müssen wir halt im schlimmsten Fall zwei Knirscher benutzen. Apoqualip kommt eher als nächstes, da hätte ich eh gern jemand anders drin. Apoqualip hat zwar auch eine ziemlich gute Spezialverteidigung, aber ja, gegen einen Donner können sie trotzdem nicht allzu viel machen. Es wird trotzdem ein Two-Hit. Ja. Und, Moment, ich probiere mal was. Ja, genau das habe ich jetzt erwartet. Jetzt bitte 70% Chance auf die Spezialangriffserhöhung, die brauche ich jetzt. Ah, leider nicht erwischt. Nee. Gut. Donner reicht nicht, oder was? Wird jetzt knapp. Aber reicht. Da hätten wir jetzt nämlich den Zufallswert Mittelfinger zeigen können. Skelabra. Da haben wir eigentlich auch jemanden dafür. Bekommt ja auch endlich mal sein Level ab. Ja. Nick darf dafür wahrscheinlich den Großteil vom Eugen machen. Der Grund, warum ich jetzt übrigens Surfer mache, ist der, weil ich ihn nicht berühren will. Das Viech hat einen Flammkörper. Das ist zwar okay, ja. Sind jetzt schon das letzte von ihm? Das ist das letzte, ja. Zumindest, wenn ich richtig gezählt habe. Ah ne, Golgantis hat sie noch. Darf auch den Nick machen. Weil Golgantis eine ziemlich gute physische Verteidigung hat, greift man auch mal mit zu erfahren. Ah, das wäre ja so ein schöner Ersatz für die Eistüte. So rein theoretisch. Okay, ich hätte sich damit gedacht. Erwartet, dass es überlebt, okay. Wir haben unseren ersten Toten. Naja, das ist ja auch halb so wild. Wie wird irgendwas jetzt... müsste ja die Beleber. Ja, wir haben ja, ich glaube, 25 Beleber oder so im Gepäck. Ja, da kommt ihre zweite Top-Genesung. Sollte aber nicht allzu viel ausmachen. Renekton sollte den zuhitten. Jetzt wird's ein Boden, jetzt selbst wenn sie nochmal heilt. Knirscher braucht man für den letzten eh nicht mehr die Attackenpunkte. Ja. Im allerschlimmsten Fall haben wir hier bestimmt noch ein paar. Oder. Ne, ich glaube, wir haben sogar nichts, was die API aufhält. Wir haben ein paar Äther dabei und ähnliches, aber. Will ich normalerweise nicht verschwenden, auch wenn es hier nur ein Playthrough ist. Tut mir leid. Zunächst muss ich meine Pokémon aufrichtig um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und tröstlich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ihr solltet euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann das doch jedem im Kampf passieren. Aber wie dem auch sei, ich bin immer noch Mitglied der Top 4. So, jetzt zu dem, vor dem ich am meisten Angst habe aus der Top 4, der Eugen. Und ich weiß vor zu einem Überfluss auch gerade nicht mehr, womit er anfängt.
mit Renekton werde ich da auf jeden Fall nicht rangehen. Es wird eher so ein Spielchen mit Nick, Petri und eventuell noch Timon. Aber die Eistüte will ich da nicht ranlassen. Ich musste noch Renekton von der Spitze wegtun und ich glaube, ich fange mit Petri an. Chytesto, oder wie es heißt. Glaube ich, das erste, wenn ich mich jetzt nicht irre. Chytesto. Okay. Das mag ich nicht, das hält zu viel aus. Aber mal schauen, vielleicht kann ich es trotzdem mit einer Akrobatik one-hitten. Wird schon irgendwie gehen. Ja. Gott, kriegen wir uns sicher nicht. Einfach mal schauen. Du möchtest dich mir also stellen, was? Mein Name lautet Eugen und ich trainiere unter Meister Lauro, um den Umgang mit Kampf-Pokémon zu perfektionieren. Mein Meister hat dich übrigens in höchsten Tönen gelobt. Ich würde mir gern selbst ein Bild von deiner Stärke machen, wenn du erlaubst. Der Eugen. Ah, Chytesto kommt zuerst. Dann schauen wir doch mal, was die Akrobatik dem so alles abzieht. Ja, hat knapp nicht gereicht. Die Steinkante wird jetzt sehr wehtun. Das würde eventuell sogar für den One-Hit reichen. Ja, dachte ich mir fast. Ja. Was ist das Problem an Petri? Ich habe eine verrückte Idee. Sehr schmusch. Tarantanz. Ja, genau, weil er sich jetzt eh heilt. Wenn man NPC-Verhalten kennt, dann kann man es auch ausnutzen. So, Timon ist jetzt auf Agro. Unser kleines Stickerchen. Eine Dampfwalze. Na, dann nimmt man die Innet wieder weg. Aber gut. Bei dem geht's mir hauptsächlich um den Angriff. Er seine Pokémon einfach viel zu viel aushalten. Ja. Gut, das einzige Pokémon, das ich mit dem Drachentanz noch überholen wollen würde, wäre Wishu gewesen. Karadonis hat sowieso eine Robustheit, den kriege ich nicht mal One-Hit tot. Oh, der hat keine Robustheit, interessant. Meistergriff. Oh, okay. Einfach weiter draufhauen, solange wir können. Der hat immer noch einen Drachentanz drin, zumindest einen halben. Hammerarm, könnte überleben. Jo. Timon hat ja eine einigermaßen gute Verteidigung. Also physisch zumindest. Der hat ja ein Death plus Wesen. Die Schuh kommt noch. Das würde ich jetzt gerne mit Nick machen. Einfach weil der noch volle KP hat. Hoffen wir mal, dass die Kalkklinge ihr Übriges tut. Ah, du hast die Attacke umgesetzt, merke ich gerade. Es sei denn natürlich, der macht einen Volltreffer. Das ist schlecht. Ja, ja, die Volltreffer, die kommen immer, wenn man sie nicht braucht. Dann muss es halt die kleine Spinne machen. Die ist nämlich wenigstens schneller. Natürlich kann er auch Stein haben. Wie hätte es noch anders sein sollen? Ah, sogar One-Hit. Ich hätte gedacht, es überlebt so ganz knapp vielleicht. Ich brauche jetzt ein Heilopfer. Und ich nehme. Genau, von unserer ist schneller. Nee, Renekton ist nicht, dass ich's. Also, soweit ich es weiß, ist er, glaube ich, nicht schneller als ein Wishu. Wishu ist zu schnell.
Und ich will kein Risiko eingehen jetzt. Wo ist denn das? Ach Moment, ich brauche eben hier. Leber. Ja, du hast sogar einen Top-Leber. Ja, Beleber reicht. Ich muss ihn eh nur nochmal mit ihm treffen. Ich brauche nur nochmal einen Donner, der trifft. Das ist alles, was ich benötige. Na gut, wir sind ja schneller, dann ist das ja kein Problem. Genau. Wenn er trifft natürlich, aber er tut's. Bei 91% Trefferchance und sogar noch ein Volltreffer, der jetzt nicht mehr nötig war. Ja, Nick hätte das auch geschafft. Einmal Kalkklinge, einmal Wasserdüse, dann wäre es gewesen. Ich bemühe mich gar nicht, das vorzulesen, das geht eh automatisch weiter immer. Du hast eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der stärkste Trainer, dass du der stärkste Trainer der Pokémon-Liga bist. Begib dich nun zur Statue auf dem Forum und suche die Kammer des Champs auf. Wir Mitglieder der Top 4 von Einheil haben dem Champ geschworen, uns unbedingt unparteiisch zu verhalten. Nun liegt es an dir, junger Trainer. So, ich bin jetzt auch am Ende meiner Paarzeit schon wieder. Und ich übergebe damit jetzt erstmal an dich. Oh, das ist ja eine Ehre, den Liga Meister zu bekämpfen. Ja. Also, wir machen eh gleich weiter. Ich beende jetzt hier die Aufnahme und wir sehen uns eh gleich wieder.